Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden jetzt hier erstmal fleißig bauen, denn jetzt habe ich das ganze Gesamtmaterial dafür beieinander. So, die Kupferrohre kommen hier weg. Das werden wir alles durch den ersetzen hier. Durch die schönen blauen Rohre. Ich finde die jetzt irgendwie optisch gelungener, also schöner einfach. Und deswegen würde ich die gerne benutzen. Wollen. Okay. Achso. Wo kommen die denn her? Achso, das muss die Verbindung zwischen den. Ah, alles klar. Okay. Okay. Verstanden. Da war ich ganz kurz irritiert und habe mich gewundert, wo das denn herkommt. Aber ja, erklärt sich. So, jetzt weiß ich auch, wo die Holzmasten alle gebaut wurden. Die haben sie mir alle hier reingestellt. schön. So, dann habe ich hier noch die Dampfleitung. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Dampf durch Kunststoffrohre. Naja gut, das sind wahrscheinlich sehr stabile Kunststoffrohre. Da geht das mal. So, dann damit lösen wir natürlich auch ganz viele Probleme, die gerade unsere Hobbys haben, ab. Dass die dann natürlich nicht mehr Dinge bauen müssen, die ich hier setze. Und dann können die sich hoffentlich wieder vermehrt um den Bau oben kümmern für die Gleise, damit das endlich mal fertig wird da oben. Aber da sollten sie eigentlich auch ganz gut schon weit sein. Und dann müssen wir natürlich Signale und andere Sachen nochmal dazu basteln. Kann ich ja nicht drüber bauen über die Kupfer? Das weiß ich gar nicht. Ja, geht. Gut. Ich die gar nicht abreißen. So, machen wir das nämlich hier einfach rüber. So, sehr schön. Und dann geht das hier auch noch mal drüber. Ach so, das geht natürlich wieder nicht. Im Einzelnen machen. So. Und dann haben wir hier hoffentlich bald eine sehr gute Energieproduktion. So. Steigleitung hier hinten noch. So. Gut. Okay. Dann hier das Unterirdische. Okay. Geht da mal dann, Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken, das sieht ja irgendwie komisch aus. Ist doch gar nicht bis nach oben durch verbunden hier. Was ist denn da? Ist ja die Verbindung für den für das Wasser, da das überall hinkommt. So ist das geht ja. Ist klar. Moin Herren. So. Okay. Da hätten wir jetzt gerade Dampf und Wasser wieder zusammengebracht. Das hätte ja den Wasserdampf gegeben. Ha. Entschuldigung für den schlechten Scherz. Nicht? Dann bis da bloß gehen. Mal in Ramon, ne? Doch, das ist mit zufrieden. Okay, das geht. Das passt. Das ist ja hier nur die Wasserverbindung, dass alle Pumpen quasi zusammenhängen, falls irgendein Teil mehr Wasser braucht. Was ja eigentlich nicht der Fall sein könnte. Da waren die Teiche dran gebaut, ne? Dafür ist das da. Das muss gar nicht so. Da waren die Pumpen dran gesetzt. Wenn ich aber langsam. Ja, da sind die Pumpen dran für das Wasser. Alles klar, er kommt zurück.
jetzt wird Schuh draus. Alles klar. Na gut, manchmal muss man halt eben auch ein bisschen überlegen. Malen nach Zahlen. Dann macht noch Fehler. Wo sind die Pumpen? Da habe ich auch 12 Stück von. Ist rausgelegt? Ja. Sagen. Da würde ich hier einen Ausrastelli kriegen. So. Kennt ihr noch die Ausrastellis? Ach, stimmt, das war ja auch bei RTL Samstagnacht, die Ausrastellis. So. Die gab es da ja auch. So, dann einfach so. Dann können wir das hier erstmal entzaubern. So. Oh, sieht das schicki aus. Alles klar. Okay, dann haben wir das. Dann müssen wir das hier drinnen noch machen. Dass denn hier überall Wasser ist. So. Hätte, glaube ich, doch schon ein paar Teile in die Kiste schmeißen können, damit die hier was machen können. Na ja, gut. So, jetzt haben wir das alles ersetzt. Das müsste gut sein. Da ist schon mal Wasser da. Damit wir da oben noch den Wassertank hinbauen. Damit hier auch Wasser hinkommt. Umbarella angesetzt. Sehr schön. So, dann brauchen wir hier noch Wasseranschluss. Wasseranschluss. Und hier ganz unten auch den Wasseranschluss. So. Pumpi bauen. So. Und dann das klassische Rohr verlegen. Das kennt man ja von zu Hause. So. Gut. Keins. So. Und dann geht's los. Dann können wir jetzt nämlich die Dinger hier setzen. In ausreichender Menge. Okay. Normale Dampfmaschine. Das ist Dampfmaschine im K2. Okay. Wieso hatte ich jetzt viermal normale Dampfmaschinen dabei? Was habe ich denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Ach, die waren wahrscheinlich in der Produktion drin, ne? In der einen, die ich umgestellt habe. Ja, jetzt. Okay. Erklärt sich. Das erklärt sich. Damit kann ich leben mit der Erkenntnis. Da weiß ich, wo die herkommt. So. Aber schön, dass das Stromkabelmuster hier schon liegt. Das hat wirklich viel Schönes. So, dann müsste nämlich unsere potenzielle Energie jetzt eigentlich schon nach oben gehen. Weil wir jetzt potenziell quasi schon ein bisschen nicht mehr herstellen können. Dürfte aber nicht für alles reichen hier, ne? Habe ich jetzt irgendwo eigentlich sinnvoll angefangen? Ah ja, ich habe unten sinnvoll angefangen, sehr gut. Also die untersten beiden müsste ich jetzt quasi vollgebaut kriegen hier mit den Pumpen oder mit den Dampfmaschinen und dann müsste man nachher von oben die Dampfmaschinen herholen. Habe ich endlich mal eine falsch gesetzt. Habe ich auch schon eine ganze Weile drauf gewartet, dass mir das gelingt. Muss ich ehrlich zugeben. Bin auch höchst kondensiert hier gerade. Merkt man immer daran, dass ich dann so ganz ruhig werde oder ganz leise spreche. Ach, siehst du ja, wo ich jetzt gerade wieder drüber nachdenke. Das wollte ich eigentlich in der vor zwei Folgen schon erzählt haben. Es gab ja den Vorschlag, KSP mit Overhaul und was weiß ich nicht alles für einen Mod mal auszuprobieren oder zu testen oder
ja genau so eigentlich auszuprobieren und zu testen. Das habe ich versucht. Ich habe mir ein Video angeguckt von, ach, weiß ich nicht, irgendeinem Bibi auf YouTube, der erklärt, wie man oder was man alles machen muss, damit man das richtig installieren kann. Ich habe versucht, mich daran zu halten und habe dann alles mal, bin ich schon wieder verzählt eigentlich? Nee. Und habe dann versucht, wirklich das so hinzukriegen, wie er das da geschrieben hat oder beschrieben hat, um das alles so zu bauen oder zu machen. Mit dem Tool, so ein D-Can oder sowas, oder eine Art, so hieß das Tool, glaube ich, womit man die, was denn hier? Verbaut mal. Aber ich muss dazu sagen, das hat nicht funktioniert. Ist ja nicht keine Kohle. Oh. Warum ich gerade die ganze Zeit, warum mir keine Kohle ringsherum fährt? Hier müsste doch eigentlich Kohle drumherum fahren. So. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, wie das da stand, weil das wollte irgendeinen Mod runterladen. Den gibt es so in der Art nicht mehr. Ich dachte eigentlich, dass dieses Seacam-Tool genau dafür da ist, dass es die Mods in der richtigen Art und Weise runterlädt, also so wie man sie auch braucht. Aber, oder in der richtigen Version. Aber diese eine Version, die gibt es auf dem GitHub dort nicht mehr. Da gibt es die vorige Version und eine Nachfolgerversion. Aber genau die Version, die er da braucht, die gibt es da nicht mehr. Und das habe ich dann nicht so ganz kapiert. Und habe dann an der Stelle abgebrochen. Und erstmal gesagt, so, ja, gut, okay, schön, dass ich den Versuch gestartet habe. Schade, dass es nicht klappt. Ungefähr auch in der Reihenfolge. Oh, 44 Stück haben wir sogar über. Oh, sehr gut. Können wir ja bis da oben hin noch hinlegen. Auch wenn das, glaube ich, Verlustleistung bedeutet. Sieht aber schöner aus. Der innere Monk ist zufrieden. Und darum kommt es ja meistens an, auf den inneren Monk. So, dann müssen wir jetzt mal hier ein paar von den Dingern legen. Und dann müssen wir es hier mal langsam sicher hochheizen. Wird hier eine Weile dauern. Da wird auch eine Weile ziemlich viel Kohle hier reingehen. Und ziemlich viel Umweltverschmutzung entstehen. So, aber die sind schon mal auf jeden Fall belegt und die heizen sich jetzt so hoch. Und dann müsste dann irgendwann hier Temperatur ankommen. Momentan sind 20 Grad. Naja gut, wir wissen ja, dass das jetzt eine Weile dauert. Und dann dürften die irgendwann anfangen, auch Strom zu produzieren hier. Potenziell haben wir jetzt immer noch 186. Sind die nicht am Originalnetz angeschlossen? Haben die noch ihr eigenes Netz? Warum sind die nicht ans Netz angeschlossen? Doch, müssen sie ja, sonst würden wir das ja nicht sehen. Hä? Wieso wird das Potenzial jetzt noch nicht angezeigt? Eigentlich müsste es doch jetzt größer sein als 186. Das müsste ja jetzt so ungefähr doppelt so viel sein. Also das, was wir auch am Ende haben wollen. Hm, na gut, muss ich jetzt noch nicht ganz verstanden haben. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, hier geht jetzt auch jede Menge Kohle rein. Was dazu führen müsste, dass hier jede Menge passiert. Und jetzt müssen wir dann, glaube ich... Oh, da haben wir noch Schwierigkeiten. Wir müssen hier bei der PIP-Produktion quasi den Abtransport von dem Material jetzt hier auch mal gewährleisten, dass das jetzt schon mal eingekistet wird. Sonst haben wir nämlich hier gleich ein richtiges kleines Problemchen. Bahnhof. Haben wir noch einen Bahnhof in der Tasche? Nee, gerade nicht. Kann ich gerade mal einen machen. Wir haben Eisenplatten und Stahlplatten. Natürlich ungünstig. Schon mal da sein.
Ist jetzt nicht ganz richtig und nicht ganz fair, wie das jetzt hier gebaut wird. Müsste man eigentlich ein bisschen anders bauen, aber geht gerade nicht anders. Warte mal, nee, das ist sinnvoller, wenn das hier gesprengt. So. Kann erst ein bisschen was eingelagert werden und dann muss ich jetzt dann mit dem nächsten Bahnhof machen. Weil dann kommt die PIP-Produktion auch wieder nach und dann kommt hier dann nämlich auch Kohle wieder nach, weil sonst haben wir gleich hier keine Kohle mehr, wenn die PIP-Produktion nicht PIP produzieren kann, also PIPs. Weil hier die Teile nichts rauslegen und so. Das wäre natürlich fatal, das wollen wir natürlich nicht. So. Gut. Der sollte die ganze Zeit arbeiten, genau. Und dann sollten die eigentlich auch die ganze Zeit arbeiten. Während die arbeiten, sollte hier das Förderband leer räumen und so. Naja, alles solche Sachen hier. So, du hast nie Samen gesehen anscheinend. Okay, warte mal. So, gib hier ein paar Samen ab hier. So. Samen. Gut. Wie gesagt, die Samenherstellung müsste ja auch laufen. Konnte ja dann was geben. So, gut, alles klar. Also da müssen wir mal ab und zu nochmal gucken, wie das denn hier so vom sich so verhält. Das müsste eigentlich ganz gleichmäßig abfließen hier jetzt so überall. Langsam aber sicher. Ich weiß nicht, ob ein Förderband ausreicht, aber es müsste eigentlich, laut Produktionskette haben wir ja dort mal zurück. Was denn hier? Okay. Hm. Was ist denn das drin? Nee. Oh, nee. Was ist denn mein Plan dazu, den ich habe? Hier ist ja, ne? Produziert das 16,6. Davon. Und das sollte ja locker mit dem Förderband quasi entsorgt werden können und hier unten wegkommen. So. Gut. Okay. Hier müsste man eigentlich einen richtigen FIFA-Verteiler davor bauen, dass das gleichmäßig auf 4 dann verbaut, verteilt wird. Aber gut. Das hat auch noch andere Gründe. Gut, und dann müsste hier genügend Kohle nachkommen. Dann ist man hier schon. Jetzt, die heizen zwar langsam aber sicher hoch, ne, aber geht auch noch nach oben, 250. Ich habe die extra nicht angeschlossen, damit die Kohle, die hier jetzt produziert wird, zu großen Teilen eigentlich alles hier reinlaufen kann. Also von 3 Produktionsketten kriegt er jetzt hier die Kohle gerade geliefert. Und das müsste eigentlich hier auch, na gut, da ist nichts gebunkert, okay. Ich weiß gar nicht, ob hier unten die ausreichen jetzt. Aber das Rohr dürfte auch nie voll sein, ne? Also die müssten eigentlich immer drauf warten, dass was kommt, genau. Ja, also jetzt ist gerade natürlich erhöhter Bedarf an Kohle da. Aber es scheint ja einigermaßen gedeckt zu werden hier jetzt. Sieht ja schon ganz gut aus. Also funktioniert auch ein bisschen hier das ganze Gelöt hier mit Raw Vegetable Oil und so. Da ein bisschen was zustande kommt. Hier oben liegt ganz schön viel schon drin. Hier liegen auch 22k drin. Das ist mir eigentlich zu viel. Obwohl, naja gut, nee, das passt schon. Ne? Das ist halt eben Ritual gesehen und an der Leitung her genau das, was da drin liegen soll. Ja, die sollten ja irgendwann voll produziert sein oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie muss das ja funktionieren, aber funktioniert es immer. Wir werden jetzt einen nach dem nächsten hochheizen, also wir müssen hier erstmal dafür sorgen, dass die alle hochgeheizt sind auf 400 Grad. Dann brauchen die weniger Kohle und dann können wir den zweiten Ring hier mit Klick am Robotern versehen und können dort dann die Kohle mitverheizen, die produziert wird. Oder beziehungsweise nicht Kohle, sondern den Festbrennstoff. Und dann, wenn das hier dann auch hochgeheizt ist und dafür sorgen kann, dass genügend Strom da ist, werden wir oben die Stromproduktion abreißen und sie hier unten aufbauen. So. Gut. Ja, wir haben ja gerade die nicht da, aber unsere Roboter sind natürlich immer damit beschäftigt, ne? Gut, die Heatpipes habe ich genug. Ach, da hätte ich auch gar nicht so viel machen brauchen, doch. Warte mal. Ich habe noch ein paar. Ich habe noch 34 von den Dingern. Habe mich da so vertan. Da muss ich mich mächtig vertan haben. Warum, hatte ich da 48 von bauen wollen? Da habe ich vertan. Achso, weil ich für alle. Ah, okay. Ja, gut. Na gut, da bleiben 38 jetzt über. Wir haben eh ein paar mehr gemacht.
Aber hier sieht es ja schon mal ganz gut aus jetzt mit den Temperaturen. Und auch mit dem, wie die Kohle auf dem Förderband zurückliegt. Ich glaube, ab 465 Grad geht hier die Dings los, ne? Die Stromproduktion. So, und dann haben wir hier das geschafft schon mal. Gut, okay, dann müssen wir jetzt bloß den Zug, der quasi das von hier oben wegholt. Oder müssen wir dann, machen wir einen extra Zug? Eigentlich wollte ich den Zug nutzen, ne? Wie viele Waggons hat denn der überhaupt? Hat der 3 oder hat der 4? Der hat nur plus 3, ne? Mal da noch einen Waggon dran hängen. Kann ich einen Waggon schnell herstellen? Kann ich gerade nicht, ne? Okay, müssen wir mal Eisen, Stahl, Inmar brauchen wir dafür. Na, vielleicht, ach, ich mache einen ganzen Zug. Ich baue da oben einen ganzen Zug nochmal extra und dann werden wir den einfach mal stilllegen hier. Dass der nichts mehr dann zu transportieren hat. Wenn es denn soweit ist. So. Naja. Du kannst doch von Hand nochmal einmal dahin tragen, wo es hintragen müssen. Aber schön, dass es jetzt erstmal soweit läuft. So. Gut, dann nutzen wir das zum Kohleindustrie. Alles klar. Ja. Gut. Und dann können wir natürlich dann irgendwann uns auch mal Stromschalter einrichten, damit wir ganze Komplexe ablegen, wenn bestimmte Kisten voll sind oder so. Die müssen wir dann mal da auch nochmal nachgucken. Da bin ich durchaus der Innovation offen zugetan. Ja. Müssen dann oben jetzt alle Schienen gelegt? Oh, Schienenverkehr ist fertig. Also wir können unten versanden. Oh, ich muss oben so ein... nachrichtendienstliche Schüssel hinstellen. Das heißt also, jetzt könnten sie theoretisch, wenn jetzt irgendwas verstopft, haben sie schon mal einen Umweg. Wenn an der Bahnhofs-Alley irgendwas verstopft ist. Und die Signale, die sind überflüssig hier anscheinend. Die braucht es dann nicht, die blinken komisch. So. Und dann stellen wir hier oben nämlich noch so eine Radarschüssel hin. Ja, schon eine Lampe mit drin, ne? Sehr gut. So, dann haben wir nämlich jetzt hier oben auch wieder Sicht. Und da fehlt auch noch eine, okay. Und dann muss ich wieder Radarschüsseln herstellen. Dann habe ich es nämlich endlich mal alle verbaut. Dann sind wir durch. Sehr schön. Oh, das freut mich aber, dass das jetzt hier oben endlich fertig geworden ist. Genügend Gleise und alles da waren. Lampen waren auch in ausreichender Form da. Da müssen wir auch wieder welche produzieren, glaube ich. Und damit haben wir auch die Ausleuchtung dieses Gebietes geschafft. Ist hier denn, aber hier muss dann irgendwo noch eine gestanden haben, ne? So zwischendrin. Ach, da steht noch eine mittendrin. Die können wir dann abreißen. Die brauchen wir da nicht mehr. Die kann weg. Die ist überflüssig. Und dann gucken wir mal nachher, wenn wir mit dem Bus da oben rüber müssen, wie wir das machen. Wir könnten den Bus jetzt erstmal verlängern hier. Wir könnten quasi den Robbys Bescheid geben. Hey, macht mal. So, die Stromleitung braucht ja auch keiner mehr. Die ist auch hinfällig. Wird ins Leere. Hier stand ja auch mal so eine Sattanlage oder irgendwas stand hier mal. Noch Sprengstoff in der Tasche? Ja, habe ich. Erledigen wir das auch gleich hier noch mit. So. Gut, und jetzt könnte man eigentlich mit dem... Ist nicht irgendwo nochmal ein größer? Das hier nochmal dran setzen. Wie weit komme ich denn mit dem Bauen? Boah, ich komme bis oben hin mit dem Bauen. Automatisch bauen. Da muss ich nochmal eine Stromleitung ändern, aber okay. Und dann kann ich hier erstmal unsere Robbys wieder Fließbänder bauen und schicken. Dann müssen wir da oben mal gucken, wie wir das dann... da drin in der Hand haben. So, die Stromleitung braucht auch keiner mehr. Dann haben die nämlich hier auch nichts zu tun. So. Und können da... haben wir unseren Bus verlängert. Sehr schön. Dann haben wir das auch noch geschafft hier. Und die Robbys freuen sich wieder, dass sie was bauen dürfen. Da gehe ich ganz fest von aus. So, gehen wir mal ganz kurz im Map-Modus hier. Da geht das nämlich auch ganz schick. Huch! Alles klar, okay. Das ging jetzt schneller als erwartet. Das war... überraschend. Ich hab fast gar nicht gehört, was mich das überrascht hat, ne?
Ah, schön. Repet von Users. So, aber ich habe jetzt einen Kompressor drin und ähnliches. Also das sollte der Sound dann nicht auch wieder stimmen. Alles klar. Gut, dann haben wir das jetzt mit KSP auch mal nochmal angesprochen. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das denn hinkriegen oder ob ich da irgend noch ein aktuelleres Video How to Install finde. Gut, hier haben wir jetzt erstmal Bauaufträge rausgegeben, die dauern eine ganze Weile. Da sind sie erstmal richtig beschäftigt mit. Was aber einen anderen Effekt noch hat, dass unsere ganze Produktionskette wieder ans Arbeiten gerät, was hier Metallproduktion und sowas bedeutet. Ne? Also gerade Stahl und ähnliches wird jetzt wieder vermehrt gebraucht, weil jetzt natürlich denn da ordentlich was verbraucht wird an Rohstoffen bzw. an Förderbändern. So, gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt nur noch mal rüber zu unserer Produktionskettenstraße Dingsbums dort, machen da mal noch ein paar Lampen, machen dann noch, Lampen machen wir. Was machen wir noch? Irgendwas war noch. Wird mir einfallen. Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.